Ich muss draußen sein, ich muss die Natur fühlen, ich muss die Natur spüren und ich bin nicht gemacht fürs Büro. Während dem Studium habe ich noch meinen Mann kennengelernt und jetzt bin ich halt in der Schweiz geblieben. Ich bin schon oft so belächelt geworden, wenn ich gefragt worden bin, und was machst du so? Ja, ich bin Reisbauerin in der Schweiz. Ja, es gibt's. Wir sind wirklich durch einen Zufall da zum Reisanbau gekommen. Wir haben eine Anfrage vom Agroskop, landwirtschaftliches Versuchszentrum, gekriegt. Wir haben dann für die Agroskop das Feld nivelliert, wo sie später dann Reis angebaut haben. Und wir haben gesagt, ja, also das interessiert uns, warum nicht? Und dann haben wir es selbst probiert.